TV. Ja, sehr, sehr emotionaler Tag für mich. Ja. Ich musste ehrlich gesagt mit den Tränen kämpfen nach dem Kampf, weil einfach nur. Ich hatte einfach nur das Gefühl, endlich habe ich es geschafft. Nach all den Jahren, seit ich in der UFC bin und eben von diesem ersten Sieg träume, ist es jetzt endlich gelungen. Nach so vielen Jahren, mein erster Sieg in der UFC ist unbeschreiblich. Und mit so vielen Fans, die da waren und mich angefeuert haben. Also sportlich gesehen ist es auf jeden Fall der größte Tag meines Lebens. Stand 60 tall, weighing in at 171 pounds, fighting out of Mullingen, Germany, Peter Sobota! Der Kampf gegen Pavel Pavlak ist einer der wichtigsten Kämpfe meiner Karriere gewesen. Es war mein Comeback in die UFC und auch mein Comeback nach langer und schwerer Krankheit. Als ich damals im Krankenhausbett lag und halt nicht wusste, wie es und ob es weitergeht, war halt so eine Sache, wenn man so sein Leben Revue passieren lässt, in diesem Moment war so eine Sache, die mich einfach immer noch gewurmt hat. Und das war eben, ich will in der UFC gewinnen. Das hat halt einfach gefehlt. Und mit diesem Sieg wurde ja dieses Ziel und dieser Traum erfüllt. Ich habe danach noch größere Kämpfe gehabt und größere Siege, aber vom Gefühl her war das der größte Sieg. Es hat mir einfach noch mehr Hunger gemacht, weiterzumachen und einfach noch höher zu steigen. In meinem nächsten Kampf habe ich gegen den Australier Stephen Kennedy gekämpft. Meine erste Submission in der UFC. Karl Nock, und dann kam halt ein Frontkick, die übelsten Schmerzen, die ich jemals in einem Kampf halt hatte. Man muss es abschütteln, vergessen und weiter nach vorne schauen, und das habe ich auch gemacht. Nicholas Dalby, ein europäischer Top-10-Kämpfer. 5-6 Wochen vor dem Kampf hatte ich einen Motorradunfall. Trotzdem habe ich es geschafft, sehr dominant zu gewinnen. Auf die Leistung bin ich halt bis heute stolz. Ben Saunders war ein knackiger Gegner. Direkt irgendwie nach den ersten 15 Sekunden hat er schon gewackelt. Und da habe ich mir auch schon gedacht, was das doch für ein zäher Hund ist. Weil ich habe ihn wirklich mit allem getroffen, was ich habe. Aber er stand halt immer noch da. Ich habe mir die Schlaghand gebrochen, aber habe dann trotzdem mit der linken ihn nochmal angeklingelt und dann mit dem rechten Knie gefinisht. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ach du Scheiße, es hat so weh getan, ich konnte kaum mehr stehen. Hat mir halt einen fetten Strich durch die Rechnung gezogen. Es war a lot on the line, wie man sagt. Also es war ein Kampf, in dem es halt um sehr viel ging. Leon Edwards hatte schon vor dem Kampf gegen mich eine lange Siegessträhne. Er hat die ganze Zeit einen Top-10-Mann gefordert. Und was hat er vor die Fäuste bekommen? Vor die Fäuste hat er mich bekommen, jemand, der gerade auf dem Weg nach oben ist. Und er war mir gegenüber einfach relativ respektlos. Das hat mich dann schon auch gereizt und provoziert, weshalb ich mich einfach über ihn geärgert habe. Und mein Ziel war es, ihn einfach hart zu schlagen, ihm weh zu tun. Und das ist nie in meinen Kämpfen das Ziel. In meinen Kämpfen ist das Ziel, den Kampf zu gewinnen. Aber ich hatte eine andere Motivation in diesem Kampf als sonst. Und habe da deshalb komplett irgendwie auf die Strategie und den Gameplan, den wir uns ausgearbeitet haben, gepfiffen. Und habe einfach mal probiert, ihn direkt umzuhauen. Das war als der Kampf losgegangen ist, hatte ich nur halt das im Kopf. Und was passiert mit der ersten Aktion, wo ich reingegangen bin, hat er mich perfekt ausgekontert und ich lag irgendwie nach 15 Sekunden das erste Mal halt auf dem Arsch. Und ist er direkt hinterhergegangen, wollte halt mich irgendwie finishen, aber ist dann im Armbar gelandet. Ja? Und dann hatte ich fast den Armbar, aber er hat gerade noch geschafft, sich ja irgendwie zu befreien. Und so ist die erste Runde, ja, hatte er eine gute Aktion, ich hatte den Armbar. In der zweiten Runde, ich erinnere mich ganz genau, meine Ecke hat zu mir gesagt, nimm ihn jetzt runter, er ist im Stand zu gefährlich. Guck mal, du hast vom Rücken ihn schon fast submitted.
überleg mal, was passiert, wenn du oben drauf bist. Und ich weiß noch ganz genau, was ich mir gedacht habe. Ich habe auf meine Ecke gepfiffen und habe gesagt, ich hau ihm in die Schnauze. Bin am Ende wieder auf meinem Rücken gelandet, hatte dann auch noch mal eine gute Aktion, eine meiner Signature Moves. Oh, transitioning to back mount maybe. Edwards doing the right thing here and Sabota might come out the back door. Aber er hat mich dann auch wieder geschafft abzuschütteln und so ist halt die zweite Runde vorbeigegangen, war dann wieder für ihn. In der dritten Runde endlich habe ich gesagt, so, jetzt werde ich ihn halt grappeln. Oh, that was a good shot from Peter Sabota. Drove straight through. Und ich wusste, ich habe die erste und zweite verloren und ich muss ihn in der dritten finishen, das ist die einzige Chance. Und ich bin dann auch ein bisschen, sag ich mal, zu hohes Risiko gegangen und ich hatte dann halb seinen Rücken und bin wieder abgerutscht und dann auf dem Rücken gelandet und ja. Ich war nicht K.O. oder ich war auch nicht irgendwie weg, aber mein Auge hat halt so gesaftet und ich habe auf dem linken Auge nichts mehr gesehen und habe mir natürlich auch dementsprechend Sorgen um mein Auge gemacht, dass ich im Kopf nur noch hatte, ey, schütz dein Auge, und habe ich nur noch mein Auge geschützt, mich nicht mehr intelligent verteidigt und dann hat der Referee dann eine Sekunde vor Ende des Kampfes den Kampf beendet und ja. Das war mein letzter Kampf. Stop! Just before the buzzer. Leon Edwards just got a TKO finish. Das war also einmal mein Auge war sehr stark lädiert, damit hatte ich lange Probleme, aber es war eigentlich nichts Wildes. Und das andere war von dem Niederschlag in der ersten Runde hatte ich so eine Art Schleudertrauma. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Das hat man bei harten Treffern, geht ja auch auf die Wirbelsäule hier oben. Dann habe ich aber zu früh angefangen wieder zu trainieren. Und dann, bei dem ersten Training nach dem Kampf, habe ich mir den Wirbel gebrochen. Zum Glück nur so eine kleine Kante davon. Aber ja, hat halt trotzdem ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann wieder trainieren konnte. Sehr enttäuscht. Also ich bin keine so Heulsuse und es dauert lange, bis ich mal heule. Aber ich weiß, nach dem Kampf habe ich wirklich geheult, weil ich war einfach so enttäuscht von mir, weil es so ein wichtiger Kampf war. Ich meine, es war ein Kampf um Einzug in die Top 10 im Weltergewicht, ja. Und ich wusste halt auch, dass nach dem Kampf jetzt erstmal eine etwas längere Pause auf mich wartet. Und ich war auch sicher, dass ich halt den Kampf gewinne. Und mir war sofort klar, nach dem Kampf, dass ich weit unter meinen Möglichkeiten geblieben bin und einfach nicht das gezeigt habe, was ich eigentlich drauf habe. Und das ist das schlimmste Gefühl. Vater zu werden hat mir im ersten Moment den Fokus vom Kämpfen weggenommen. Kämpfen war plötzlich nicht mehr das Wichtigste für mich. Es war viele, viele Jahre, war Kämpfen und an mir selber arbeiten und mich verbessern das Allerwichtigste, was es für mich gab. Wichtiger als jeder Geburtstag, jede Feier, Urlaub oder was auch immer. Alles hat sich hinten angestellt. Und als ich Vater geworden bin, gab es das erste Mal was, was mir wichtiger war, sag ich mal, als ich selber und mein Kämpfen. Und das war mein Kind, meine Familie. Als ich meinen letzten Kampf gemacht habe, war meine Frau schon hochschwanger. Und wir haben kurz nach dem Kampf unser erstes Kind erwartet. Und ich habe mir bewusst eine Pause vom Kämpfen nehmen wollen, um einfach für meine Frau, für mein Kind da zu sein und wollte einfach mal die Prioritäten und meinen Fokus auf mein Privatleben legen. Dann ist meine Frau nach der Geburt vom ersten Kind direkt wieder schwanger geworden und mittlerweile bin ich ja ein Papa von zwei Kindern. Nee.
Es sorgt für eine große Zufriedenheit und halt eben auch für Glück. Und wenn man halt zufrieden und glücklich ist, ist es sehr schön und eigentlich auch das Ziel des Lebens, natürlich auch meins. Aber wenn man sich in den Kampf begibt, sollte man hungrig und aggressiv sein. Und das bin ich definitiv nicht, wenn ich hier mit meinen Kids abhänge. Hä? Was machst du das? Wo ist er? Wo ist er? Das ist Milch. Da! Deshalb ist es halt wichtig, dass man da mental umswitcht. Ich setze mich im Auto, hau die passende Musik rein, versetze mich in die richtige Stimmung. Und spätestens, wenn ich am Leder schnupper, dann weiß ich, jetzt ist time for war. Aber jetzt ist time for kuscheln, gell? Ja, komm, weil du sitzt da so ungemütlich, gell? Komm mal dazu. So. Ich weiß nicht, ob ich mir das für meine Kinder wünsche, diesen Werdegang, den ich genommen habe, weil ich einfach auch weiß, wie schwer und wie hart und wie enttäuschend das halt manchmal ist. Und irgendwie wünscht man seinen Kindern dann doch irgendwie so ein bisschen einen einfacheren Weg. Aber wenn es der Wunsch von ihnen sein wird und wenn sie wirklich mal in die Fußstapfen von Papa treten wollen oder noch weiter gehen wollen, dann werde ich sie natürlich unterstützen, ist ja klar. Aber auch wenn sie irgendwas ganz anderes machen wollen, das ist wirklich, also ich bin nicht der Typ, der irgendwie sagt, boah, meine Kinder müssen jetzt hier UFC-Kämpfer werden oder sowas. Gar nicht. Ich meine, ich habe meinen Traum gelebt oder ich lebe meinen Traum, deshalb müssen das nicht auch noch meine Kinder für mich machen. Ich bin eher der Leidenschaft gefolgt und das finde ich die richtige Lebensphilosophie, dass man eher etwas macht, was einen erfüllt und was einen glücklich macht, wie dass man irgendwas macht, was einen einfach nur wohlhabend werden lässt oder einfach viel Geld verdient. Weil Geld kann man nie genug haben und wenn Geld quasi das ist, wonach man sucht, dann wird man, glaube ich, nie glücklich werden. Deshalb, ich hoffe, die finden irgendwas, was sie halt gerne machen und was ihnen Spaß macht und worin sie halt auch gut sind. Da geht es nicht um, was sie haben, sondern eher, wer sie sind. Und ja, werden wir sehen. Das probiere ich natürlich dann auch mitzugeben. Ob es dann letztendlich so halt wird, wie man sich das halt wünscht und erhofft, das weiß ich nicht. Aber natürlich werde ich probieren, ihnen die meiner Meinung nach wichtigen Werte halt mitzugeben. Aber so weit sind wir noch lange nicht, gell? So weit sind wir noch lange nicht. Jetzt muss erstmal der erste Zahn kommen. Was? Hä? Was? Da ist er. Ganz gut, der Drucker war schon. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh da ist. Fertig! Was? Ja, gut, ist auch noch. Tut er! Super, fertig! Super. Aber was ich auf jeden Fall halt mitgeben will, ist halt, wie man kämpft. Ich meine, das ist das, was ich mit Abstand am besten kann. Das ist mein Skill, das ist mein Beruf. Und wenn ich sowas meinen Kindern beibringen kann, dann werde ich das natürlich auch machen. Und wenn sie nicht wollen, dann werde ich sie zwingen. Wenn deine Haupteinnahmequelle Kampfgagen sind und Seminare, dann ist es keine sichere Einnahmequelle. Ja. Mein Gym in Biesingen lief gut, aber nicht so gut, dass ich damit für meine ganze Familie sorgen kann, inklusive Versicherungen, Miete, Essen und so weiter und so fort. Also für mich war klar, wenn ich für Sicherheit sorgen will, wenn dieses Gefühl von Sicherheit da sein soll, und es war mir wichtig in diesem Moment, dann muss ich was an meinem Business verändern. Wir sind umgezogen mit unserem Gym von Biesingen nach Balingen. Wir haben uns vergrößert, von der Größe her fast verdreifacht. Und das war ein riesiges Projekt. Also wir sind jetzt hier in einem ganz neuen Gym, haben ein ganz neues Konzept. Das war mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Aber ich habe es dann geschafft, das so auf die Beine zu stellen, dass ich nicht mehr abhängig davon bin, zu kämpfen, Seminare zu geben oder sonstige Sachen zu machen. Mein Gym läuft so gut, dass ich davon leben kann und auch meine Familie davon leben kann. Ist klar, es ist ein Traum, sehen zu können, wie toll meine Kinder aufwachsen können. Ja? Und dass ich das halt alles, sag ich mal, mit meinem Sport verdient habe, macht mich schon auf jeden Fall stolz. Alexander!
alles von diesen Sachen mache ich sehr gerne. Also sowohl das Kämpfen als auch das Gym und natürlich meine Familie, die ich über alles liebe. Und wenn man die Sachen gern macht, dann ist es alles gar nicht mehr so schwierig. Aber wenn dann alles zusammenkommt, sag ich mal, irgendwie ein paar schlechte Nächte, weil die Jungs schlecht geschlafen haben, dann noch hartes Training, dann noch halt die Diät. Ja, dann reicht es manchmal, wenn die einer im Gym einfach nur einen blöden Spruch auf den Kopf oder irgendwie eine blöde Frage, dass du dann halt echt nicht mehr ganz so viel Geduld hast, wie man das halt früher halt sonst hatte, weil einfach die Gesamtbelastung viel höher ist. Aber am Ende des Tages ist es alles bewusst entschieden und aus freien Stücken und es war kein Unfall oder irgendwie durch Zufall passiert, sondern wir wollten das so, jetzt haben wir es so und ich bereue es keine Sekunde. So. Hä? Alexander. Du hast mal einen Piasek tutaj na buciku. A co z tym teraz robię? Damy to z powrotem. Hop. Familie, Business, finanzielle Stabilität. Jetzt, wo hinter jedem Punkt ein Häkchen dran ist, ist der Fokus sofort wieder zurück aufs Kämpfen gegangen und ich kann es einfach kaum abwarten, endlich wieder in den Ring zu steigen. Und diese 2 Jahre Auszeit hat mir mental und psychisch sehr, sehr gut getan, aber natürlich auch körperlich. Ich meine, ich habe zwei Jahre lang nicht gekämpft und auch dementsprechend konnte sich mein Körper gut regenerieren, gut heilen. Und ich fühle mich stark, ich fühle mich fit, ich fühle mich gesund und bereit, in die nächste Schlacht zu ziehen. Die UFC hat mir Anfang des Jahres einen Kampf gegen Gunnar Nelson vorgeschlagen und ich war äußerst happy, als ich dieses Kampfangebot bekommen habe. Gunnar Nelson ist langjährige Nummer 1 im europäischen Weltergewicht und auch langjährig in der Top 10 in der Weltrangliste gewesen. Also ein namhafter Gegner mit hervorragenden Fähigkeiten und vor allem mit der Stärke im Bodenkampf. Und es ist ein Gegner, der mich extrem gereizt hat und auch bis heute reizt. Und ja, das wäre ein Traumkampf gewesen. Und leider ist er dann nicht zustande gekommen. Der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Eine rätselhafte Lungenerkrankung. Mysteriöse Lungenkrankheit. Der Erreger gehört zur großen Gruppe der Coronaviren. Zahl der Infektionen zuletzt sprunghaft gestiegen. Mindestens 56 Menschen sind bislang an der Lungenkrankheit gestorben. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Es ist ernst. Am Anfang des Corona-Lockdown hat der UFC-Präsident Dana White alle europäischen Kämpfer zu einem Conference-Call eingeladen. Ja, und Dana hat uns dann damals die tollen Neuigkeiten überbracht. Fight Island is real. It's a real thing. It's really happening. The infrastructure is being built. So all the fights that you guys wanted to see are coming, man. They're coming. Und so ist Fight Island entstanden. Bei Abu Dhabi, wo ein Oktagon, eine Halle aufgestellt wurde und wo quasi die ganze Infrastruktur von der UFC aufgebaut wurde. Und als ich halt gehört habe, was, da wird es eine Insel geben, wo die besten Kämpfer der Welt gegeneinander halt antreten sollen. Und es soll jetzt im Sommer halt passieren. Wo verdammt kann ich unterschreiben? Ich will da dabei sein, so. Und es hat mich halt so ein bisschen an diese alten Martial Arts Filme erinnert mit hier Van Damme und sowas, wo alle auf die Insel gebracht werden und dann halt gegeneinander kämpfen. Ich wollte unbedingt dabei sein. Dieser Kampf ist für mich was ganz Besonderes. Diesen Kampf werden sehr, sehr viele Leute sehen. Alex Oliveira ist ein sehr bekannter Kämpfer. Er hat um die 20 Kämpfe bereits in der UFC. Er ist ein sehr spektakulärer Kämpfer, was auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass das halt ein geiler Kampf und ein wilder Ritt wird. Mein nächster Kampf ist der letzte Kampf auf meinem UFC-Vertrag. Und die UFC ist die Champions League des MMA. Alles andere ist dahinter. Für mich gibt es nur eine Option, das Gewinn und einen neuen Vertrag nach Hause holen. Sollte das nicht klappen, könnte es sein, dass es der letzte Kampf gewesen ist.
Motivation ist auf einem All-Time-High bei mir. Halt in diesem Cage. Es geht um alles in diesem einen Kampf. Ich habe 15 Minuten Zeit, um das zu zeigen, halt, was ich kann. Und ich will verdammt nochmal alles machen, um bestmöglich auf diesen Augenblick vorbereitet zu sein. Abonnier diesen Kanal. Mushi.